Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket. Tut mir leid. Und heute ist das Spiel Aurora Legends. Das Handyspiel Aurora Legends. Im Weg, das muss man 10 Minuten spielen und ich muss noch runterladen. Also ich sag mal, bis gleich. Und da wären wir wieder. Okay, einverstanden. Und da muss natürlich noch ein Update runterladen. Wieder da. Nach dem Update kam noch ein Update. Dann muss ich sagen, welches Land. Und danach kam noch ein Update. Ich denke mal für die Sprache. Es ging auch ganz schnell gerade. Und jetzt bin ich hier. Und drücke mal da auf den Browser. Empfohlen. Oh, wir haben schon geschafft. Ja, wir haben 10 Minuten Update gemacht. Ist das nicht schön? Spiel betreten. Geben wir mal den Namen ein. Ah, der will aber nicht. Der will nicht. Red Dog, männlich. Spiel betreten. Okay, ich überspringe mal die Story. Ihr könnt euch die ja nochmal anschauen. Ich möchte nur erstmal sehen, wie das Kampfsystem ist, wenn es überhaupt ein Kampfsystem gibt, aber ich denke schon. Da leuchtet sogar gleich am Anfang schon Bosskampf. Okay. Stufenaufstieg. Nochmal. Oh, ich bin schon Level 8. 10. Befördern. Okidoki. Eine neue Fähigkeit. Das hier vorne sieht so ein bisschen aus wie AFK Arena oder wie ist das andere? Idle Heroes war das, glaube ich. Hat über ein Spiel, die ich auch schon getestet hatte. Taverne. Okay. Fifi oder mein Name ist Fifian. Okay. Hier leuchtet jetzt was auf. Nächster Kampf. Das sollte ich über die beim Wechseln, ja? Schneller. Ach, hat automatisch gewechselt. Ja, dann ist doch gut. Wir sind jetzt hier. Okay.
In Level 2 sind wir schon. Aufstehen. Befördern. Blub. Neue Fähigkeit. Zweiundzwanzig Nachrichten. Okay, haben wir geschafft. Ah, okay. Da war eine Schriftrolle, ob die was mit denen da oben zu tun hat. Ich glaube aber schon. Annehmen, bestätigen. Das sieht so ein bisschen aus wie. Wie ist das mit den Drachen? Ich hab's vergessen. Wo man die immer zusammenführen muss. Okay. Das böse Eichhörnchen. Ach so. Hätte ich ganz zum Schluss machen müssen mit den Schlüssel. Erst die Kisten einsammeln, dann zu dem komischen Schwert hinlaufen. Naja. Nächster Kampf. Einmal vorkämpfen. Das ist der Geist und dann geht's zum Boss. Jetzt sind wir schon fast hier vor dem Dorf. Und jetzt sind wir hier in dem Dorf. Einladung. Hurra.
Also das war wahrscheinlich das Gebiet, wo ich mich durchkämpfen muss. Ach, die kämpfen. Ja. Akazintakamu. Und man kann oben rechts immer den Kampf überspringen hier oben. Wer von den beiden sind jetzt die Bösen, die hier vorne oder die? Ich weiß es nicht. Das war ja eigentlich hier meine, die ich hatte, die Frau und das war der Mann. Obwohl, war glaube ich auch eine Frau, aber. Ah ne, hier ist er. Jetzt habe ich neue Freunde. Da ist das Portal auf jeden Fall. Ich denke, ich muss da durch. Andere ist nicht beschriftet. Okay. Ah, da muss ich rauf. Auch nicht. Was soll ich denn hier machen? Noch nicht. Gleich. Vielleicht darauf. Was mache ich jetzt hier? Gehe ich erstmal wieder auf Mission kurz und ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Na gut, also ich sag mal, das war's für heute. Ich spiele ja schon wieder lang genug. Ja. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab. Und in 2 Tagen ist die nächste Auslosung. Ticket, Ticket, Ticket.
Ticket abholen, einlösen und fertig. So, ich würde danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.